Hierher zieht sie sich gerne zurück. Sabit Blank mag die stillen Ecken von Köln, meidet große Menschenmengen. Sie ist es gewohnt, auch folgenschwere Entscheidungen mit sich selbst auszumachen, wie vor 7 Jahren. Damals ist sie davon überzeugt, ein Mann zu sein und leitet die Geschlechtsanpassung ein, die Transition. Also erst nachdem ich einem anderen Transmann begegnet bin, dachte ich dann so womöglich, dass es auch meine Art und Weise ist. Also dass ich womöglich halt transitionieren müsste, dass es mir psychisch besser geht. Und später bin ich ja dann noch wieder in eine Trans-Selbsthilfegruppe gegangen. Und die haben halt erzählt, dass sie gerade auf einer Art Befreiungsprozess für sich sind. Also dass sie einen Weg für sich halt gefunden haben, wie sie jetzt alle glücklich werden. Und dass es ihnen halt auch wirklich was bringt. Und die haben halt immer begeistert erzählt. Ne? Und man wird natürlich mit der Begeisterung mitgerissen. Man möchte dann halt irgendwie auch so sein. Ich habe jetzt zuerst erstmal mit den Hormonen ja überhaupt erstmal angefangen. Und danach war halt einfach die Schwierigkeit, dass man halt ja den weiblichen Körper hat, aber die tiefe Stimme. Und dann kam ich mir mal vor wie so ein halbes Monster und wollte halt dann unbedingt halt noch die Brüste irgendwie loswerden. Sabit macht einen Operationstermin aus. Niemand fragt die damals 23-Jährige, ob sie sich den Schritt zur sogenannten Mastektomie wirklich reiflich überlegt hat. Nach der Operation kommt es zu einer starken Nachblutung. Das hat verdammt wehgetan und das war Schock meines Lebens so. Also ich hatte schon andere Schocks, aber es war schon sehr happig auf jeden Fall. Mir wurde immer erzählt, also dass man nach der Operation halt aufwacht und dass man total glücklich ist, dann sich runterschaut und jubelt. Und so war es halt bei mir absolut nicht. Also bei mir war es eher, ich habe so runtergeschaut und mir war es eigentlich ziemlich egal. Ja? Also es war keine Besserung, keine Schlechterung. Also ich dachte halt wirklich, also, dass ich dann Fehler gemacht habe, halt vor allem mit den Schmerzen halt auf der linken Seite, die ich ja wirklich auch schon direkt am Anfang hatte. Einfach, dass diese ganze Idee halt sozusagen falsch war. Also, dass es halt irgendwie nichts bringt, am Körper halt irgendwelche Teile abzuschneiden und dann halt zu sagen, dass es einem dadurch besser geht. Also, dass es zumindest mir da halt überhaupt nicht hilft. Und da habe ich halt dann wirklich mit dem Denken angefangen. Sabit setzt einige Zeit später auch das Testosteron ab. Sie bekennt sich zu ihrem biologischen Geschlecht und sieht sich wieder als Frau. Bis heute verarbeitet sie ihre Kindheit und ihre Jugend. In Erlangen ist sie aufgewachsen. Mit 14 hatte ich auf jeden Fall eine ziemliche Krise. Als Kind hatte ich halt zur Hälfte einen Freundeskreis, der so aus Jungen und aus Mädchen halt bestanden hat, zur Hälfte, Hälfte. Und dann kam ich aufs Gymnasium und da war halt dann die strikte Trennung zwischen Mädchen und Jungs. Und dann war mir sozusagen sozial gesehen nur noch erlaubt halt, dass ich nur noch Mädchen halt irgendwie als Freunde habe. Und das fand ich halt schon ziemlich ein Einschnitt. Weil ich konnte halt mit Schminken nichts anfangen, ich konnte mit Jungs nichts anfangen. Shoppen gehen war für mich verdammt langweilig. Das ging alles nicht. Ich hatte auch Stress halt noch gleichzeitig mit meinen Eltern. Dann hatte ich halt Stress mit der Schule, weil ich da halt nicht so klar kam. Und dann hatte ich halt noch gemerkt, dass ich mich vor allem in Frauen verliebt habe. Und das konnte man bei der Schule halt auch nicht offen ausdrücken. Es gab niemanden, der irgendwie offen schwul oder lesbisch gelebt hätte. Weder vom Lehrerpersonal noch von den Schülern. Und es war für mich dann natürlich super schwierig. In dem Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich auch noch mal sehr dringend gute Therapie gebraucht, weil dann hätte ich diesen Schritt womöglich nicht gemacht. Sabit kann sich niemandem anvertrauen mit ihren Nöten. Mit 16 Jahren bricht sie die Schule ab, verlässt ihr Elternhaus. Auch heute spürt sie Berührungsängste ihr gegenüber. Ist sie ein junger Mann oder eine junge Frau? Sie hat gelernt, offen darüber zu sprechen. Und halt möglichst, dass man das halt irgendwie schon möglichst früh halt irgendwie klärt. Ich hatte ein paar Mitstudenten, die hatten mich falsch eingeschätzt. Und dann kann es halt wirklich sein, dass das Ganze irgendwie nach hinten losgeht, weil ja, die einen dann als nicht ehrlich sehen, wenn man das halt nicht direkt irgendwie klarstellt. Bewusst hat sich Sabit Köln als neue Heimat ausgesucht, denn hier erlebt sie die Menschen offener. Und es gibt weniger Vorbehalte ihr gegenüber. Ihr Studium der erneuerbaren Energien gibt ihr Halt. Die Möglichkeit für eine Transition findet Sabit grundsätzlich gut. Ihre Geschlechtsanpassung mit Anfang 20 aber sieht sie heute kritisch. Meine Befürchtung ist einfach, dass die Leute halt zu früh halt, wie gesagt, Operationen machen und dass die halt womöglich gemobbt werden, weil sie halt homosexuell zum Beispiel sind oder weil sie sonstige Probleme haben und dann halt überstürzt da reingeraten. Also die Mastektomie habe ich auf jeden Fall bereut. Die würde ich nicht noch mal machen. Wie stellt sich Sabit ihre Zukunft vor? Gut in den Beruf gestartet, womöglich mit Freundin, mit dem Haus, mit Auto, mit Hund und womöglich mit Kind. Aber da muss ich halt fern in die Zukunft schauen. Also das weiß ich ja jetzt noch nicht, wie das läuft.